Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Daimarkai Mura auf der PC Engine der TurboGrafx. Irgendwo auch zurecht ist das Spiel von Capcom. Jetzt kennt man es aber. Es ist noch nicht Ghosts and Goblins, sondern Ghouls and Ghosts. Aber eine wirklich richtig starke Version. Und ich sag's euch ganz ehrlich, so wie ich das gesehen habe, ist sie genauso knüppelhart wie all die anderen. I like it. Aber sie ist schön. Sie sieht wirklich gut aus. Und soweit ich weiß, glaube ich, wenn das so richtig ist, korrigiert mich, gab es da witzigerweise keine US-Version von. Auf jeden Fall nicht auf der PC Engine. Muss man wieder nicht verstehen. Aber... Ah, weg. Ah, Mist. Ente war natürlich auch nicht gut, weil hier ist nicht... Ente gut, alles gut. So, weg mit euch. Ah. Da ist der kleine Arthur schon wieder nackt. Dieser alte Nudist. Ah. Ah. Also den Fluchheini mag ich ganz besonders. Halt knapp. Oh, die Guillotine ist natürlich richtig charmant. Ich glaube, die Hand ist richtig scheiße, ne? So war das. Brauche ich mir gar nicht angucken, da komme ich sowieso nicht hin. Ich freue mich, wenn ich hier überhaupt mal ein bisschen weiterkomme. Stimmt, das ist dieser... Holy moly... Ich sag doch, die Waffe gefiel mir, glaube ich, nie. Ich kann mal wieder eine andere. Dann wird das nämlich nichts. Das war gekonnt. Ah, es war ja noch besser. Wir spielen potenziellen Selbstmörder, habe ich das Gefühl. Komm, dann machen wir nochmal. Ich meine nicht, dass ich hier ansatzweise weiterkomme. Nicht wirklich. Ach du Scheiße, muss ich ja noch mit der Kackwaffe weitermachen. Sieht's denn aus, wenn diesem Fluchidioten nämlich noch ein anderes Sinnvolles? Da drin auch nichts Sinnvolles, ne? Ja! Jawohl, die goldene Rüstung. Und da ist sie wieder weg. Meine Güte. Toller Weg. Toll. Schmeiß da wieder drüber. Ist mir eigentlich, ich fange wieder von vorne an, ne? Ah, ich mag diese Waffe.
aber ein anständiges Mensch. Ich schon wieder in 5 Minuten die goldene Rüstung verliere. Uahaha. Weg! Mein Gott. Hast du auch, in dem Game hast du eigentlich immer nur Pech. Ja, da kriegst du immer auf die Schnauze. Das war aber egal, welche Version das ist. Mein Gott. Das ist auch so ein Game, ne? Also, ich sag ganz ehrlich, ich finde das super, aber... Und bei Ghosts and Ghouls war doch auch so, ne? Musst du auch... Du musst doch, glaube ich, auch das Ding wieder zweimal durchspielen, ne? Das richtige Ende. Das ist ein total geiler Plan. Achso, ich kann ihn töten. Ah! Okay, da sind wir noch im Geschäft. So. Mit euch. Weg mit euch. Komm, woher? So, wir finden wir die richtige Waffe. Da ist das Federviech auch tot. Ach, schlägt er daneben. Ja, Ghouls and Ghosts halt. Ne? Ich zeige euch das nochmal auf dem Super Nintendo irgendwo mal komplett. Ich spoil jetzt mal schon. Sehen wir uns beim nächsten Mal mit wieder dabei. Und ich gehe jetzt mich schämen. Bis dann. Tschüss.